Wo geht dein Blick hin? Suchst du manchmal Leute oder wie funktioniert das? Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt schon auch Momente, wo ich mich dann ausruhe und so ein bisschen einfach diffus in die Ferne gucke oder bewusst in den Scheinwerfer gucke. Aber größtenteils versuche ich schon, den Blick der Leute zu suchen. Aber das ist halt manchmal nicht einfach, ne? Weil du wirst halt, so wie in einer normalen Unterhaltung, bist du halt immer konfrontiert mit deren Reaktion und kannst die aber in dem Moment nicht wirklich thematisieren. Also ich sehe dann doch relativ häufig Leute, die mit dem Einschlafen kämpfen. Ja, wirklich. Also, und das musst du ja in dem Moment verarbeiten. Deswegen habe ich es ja so ein bisschen zu meiner Spielweise gemacht, in dem Moment zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Und es fällt mir dann leichter, weiterzumachen, wenn ich es für einen Moment zum Thema mache. Es gibt ja ein großes Problem bei den klassischen Stücken, das hast du als Zuschauer immer, dass du eigentlich geistig gar nicht hinterherkommst. Du musst einfach mit diesem Konvolut an ausgeklügelter Sprache kämpfen und wenn du irgendwann drin bist, ist das Ding schon längst wie so ein D-Zug an dir vorbeigefahren und du hast irgendwie nur die Hälfte verstanden.